Ja, Malte, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem kleinen Tutorial. Ja, ich hatte ja bereits die letzten Tage angekündigt, dass ich ein, zwei Tutorials auf meinem YouTube-Kanal hochladen werde und möchte vor allem, da mich sehr, sehr viele Leute immer fragen, weil ich ja nur streame, ja, wo kann man denn Stream-Overlays herbekommen? Wie kann man sich das selber erstellen und so weiter und so fort. So, das Problem ist, nicht jeder kann sich Photoshop leisten und nicht jeder kommt mit Photoshop klar. Ich habe etliche Fotoprogramme unter anderem auch von Magix mal gekauft gehabt, aber ich finde das Programm an sich nicht so optimal wie das jetzt. Das ist zum Beispiel ein kostenloses Programm, was es halt im Internet gibt. Man kann es auch na kaufen, kann man schlecht sagen. Man kann halt so monatlich quasi Abgaben machen. Das ist halt so ähnlich wie Spotify. Man bezahlt halt monatlich Geld. Im Moment ist so eine Rabattaktion, wo man halt $2,79 ungefähr die Dreh bezahlt. Das wären ungefähr ca. 33 Euro im Jahr. Und ich denke, die 33 Euro sind mit dem Programm auf jeden Fall gut investiert. Zumal es auch im Moment so eine 30-Tage-Testversion gibt. Also für die Premium-Artikel in Anführungszeichen, Strichen, wie auch immer. Mit dem Programm könnt ihr halt Bilder bearbeiten. Das seht ihr schon hier. Ihr könnt halt Gesichter, Porträts bearbeiten. Ihr könnt eure eigenen Designs machen oder Collagen erstellen. Ich möchte jetzt aber mal spezifisch auf die Twitch-Overlays eingehen. Ihr könnt natürlich auch schon hier, seht ihr schon, ein Facebook-Cover erstellen. Da habt ihr halt jetzt hier schon in der Vorlage quasi die optimale Größe für Facebook. So. Ihr geht auf Custom und dann müsst ihr halt schauen und müsst halt gucken, in was von einem Format ihr streamt. Wenn ihr halt bis 1080p streamt, dann müsst ihr natürlich jetzt hier 1920 mal 1080 eingeben. Da ich aber bis auf 27p streame, werde ich jetzt hier einfach mal 1280 mal 720 machen. So, dann klickt ihr auf Make It. Dann habt ihr auch schon hier auf der linken Seite ein Fenster, was aufgegangen ist, wo ihr quasi die Hintergrundfarbe bestimmen könnt. Später müsst ihr das auf Transparent machen, denn ihr wollt ja nur das Overlay in euren Stream haben und nicht jetzt zum Beispiel jetzt hier in Lila oder so. Was ich euch aber allerdings empfehlen kann, ist, während ihr das Overlay erstellt, macht irgendeinen Hintergrund rein, einen dunklen, einen hellen, wie auch immer. Ihr könnt auch selber ein Bild von euch im Stream einfügen, so dass ihr das optimal anpassen könnt. Dann drückt ihr hier erstmal auf Apply. Ihr könnt dann halt später, wenn ihr jetzt hier Schrift, Farbe und sonstiges alles eingestellt habt, könnt ihr dann wieder auf Canvas Color gehen und könnt dann hier einfach auf Transparent gehen, das bestätigen und dann habt ihr das Ganze. Ich kann euch das jetzt mal kurz zeigen. Ich habe da schon mal was vorbereitet. Das ist jetzt mein aktuelles Stream-Layout, was ihr halt im nächsten Stream sehen werdet, sagen wir es mal so rum. Ich mag eher so das Kompakte, ja, also wo man halt klar und deutlich zum Beispiel oben in der linken Ecke halt was stehen hat. Ich hatte jetzt so ein ähnliches schon mal gehabt, allerdings fand ich das jetzt halt irgendwie hier ganz cool. Ihr könnt natürlich alles Mögliche machen. Ihr könnt halt komplett zum Beispiel hier auf der rechten Seite sowas ähnliches machen, wo ihr halt den Chat einfügt, hier unten die Balken und so weiter. Ihr müsst auch gar keine Balken machen. Ihr könnt Kreise, ihr könnt Dreiecke, ihr könnt alles machen, was ihr wollt. Ja, hier, wenn ich jetzt, das kann ich euch auch nochmal zeigen, wenn jetzt hier oben wieder drauf geht auf Canvas Color, kann ich jetzt auch hier den Hintergrundbild. Ich hatte es, glaube ich, hier gehabt, um das zu bearbeiten. Wenn ich jetzt hier Apply drücke, ist es halt blau. Wird er auch so blau speichern. Ihr könnt aber jetzt hier wieder drauf gehen auf Transparent und das dann bestätigen. So, ihr könnt dann halt mit dem Mausrad könnt ihr halt hier auch nochmal rangehen. Da zeige ich euch das mal ganz kurz, wie das halt aufgebaut ist. Zum Beispiel hier das mittlere. Ne? Also das ist eigentlich so ganz simpel gemacht, dass wirklich alle. Warte. Erstmal wieder. Ja. Nee. So, jetzt ist wieder optimal. Was ich halt auch schön finde an dem Programm, ich habe Ewigkeiten gesucht, wo man einen Text, also direkt einen Text, mehrfarbig machen kann. Die meisten Programme ist es halt so, ja, du kannst halt schreiben, wenn du aber jetzt zum Beispiel nur ein Wort markierst, kannst du das halt zum Beispiel nicht grün machen, da ist halt das Vordere auch direkt mit, ne? Und bei dem ist es halt so, ihr könnt das halt ja auswählen und komplett quasi unterschiedlich, wenn ihr zum Beispiel jetzt hier nur das O zum Beispiel nur grün machen wollt, geht das halt auch, ne? So nach der Devise. Also ihr könnt halt da, ihr habt da viele Möglichkeiten, viele Sachen, die ihr da anstellen könnt. Ich zeige euch das jetzt mal ganz kurz hier an dem hier, bevor ich jetzt das andere wieder in Anführungsstrichen versauere. Ich mache das jetzt mal hier schwarz. Oder das mal schwarz. So, ihr habt jetzt zum Beispiel hier, wenn ihr Porträts bearbeiten möchtet, könnt ihr halt hier Airbrush,
Ach, keine Ahnung, das ist alles so Sachen, die ich jetzt so nicht, weil hier Zahnweißen zum Beispiel, mehr Lippen und so weiter und so, Gewicht verlieren. Also, ihr habt da wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten, hier Sachen einzufügen. Dann halt bei dem Text gibt es auch unendlich viel Auswahl, die ich persönlich sehr, sehr toll finde. Und hier seht ihr auch schon überall, wo die Krone dran ist. Das wäre quasi in der Premium Edition, wobei ich sagen muss, die Auswahl an normalen ist schon so extrem groß, ja, also dass sich das schon wirklich lohnen würde, das Programm zu nutzen. So, dann habt ihr halt hier bei dem Schmetterling so verschiedene Formen, die ihr einfügen könnt. Ihr könnt natürlich auch eure eigene einfügen. Ich kann jetzt mal hier so kurz rumschalten. Das sind halt so die Overlays, was ich halt meinte. Da kann man halt dann ziehen, wie man braucht. Kann dann halt zum Beispiel hier auf transparent machen. Okay, das ist natürlich jetzt gerade doof, dass ich schwarz genommen habe. Nehmen wir mal gelb. So, dann habt ihr jetzt halt sowas hier, ne? Das seht ihr aber auch schon, dass hier rechts und links der Balken ein bisschen höher ist. Breiter ist, da tut ihr halt einfach ranzoomen. Soweit wie ihr das möchtet. Dann drückt hier oben auf Eraser. Hier auf den Radiergummi. Dann nehmt ihr aber das kleinste Feld. Also das finde ich zumindest praktisch. Und dann könnt ihr halt hier in aller Ruhe ausschneiden, so wie ihr das braucht. Könnt auch hier irgendwas reinmalen. Dann könnt ihr jetzt zum Beispiel auch, ihr könntet jetzt auch zum Beispiel ein Dreieck nehmen, wenn ihr das jetzt möchtet. Könnt jetzt hier, das ist zwar jetzt unterschiedlich farbig, aber könnt es halt hier machen. Oder, keine Ahnung, also ihr habt so viele Möglichkeiten. Ihr könnt natürlich auch das jetzt duplizieren. Einfach rechte Maustaste drauf, auch Duplikat, ja. Und dann habt ihr halt dasselbe dann nochmal. So, und das könnt ihr zum Beispiel als Stream-Overlay nehmen. Also da gibt es wirklich verschiedene Möglichkeiten. Ich möchte mit euch jetzt auch nicht, ja, jedes einzelne durchgehen, weil das ist halt Blödsinn. So, dann habt ihr zum Beispiel verschiedene Herzen, so Zeichentrickherzen, Herzen, wo man was reinschreiben kann, Sterne, etliche. Dann halt hier solche Spirographs, keine Ahnung, ob das jetzt richtig gesagt wurde. Hier verschiedene Symbole, Pfeile, Sprechblasen, Anker. Hier gibt es wirklich so, so viel Lippen. Dann hier zum Beispiel typisch zum Frühling hier Schmetterlinge, Bienen und Mochi-Diebchen. Dann hier Sterne kann man halt auch einfügen hier. Ja, Fireworks. Also hier gibt es wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten oder zum Beispiel Smoke. Ja gut, das geht es halt nicht, aber man sieht halt schon, das ist wirklich cool gemacht. Dann kann man zum Beispiel, was ich halt auch immer gerne genutzt habe, das war aber glaube ich nicht hier. Das war hier. Bei den Sachen, das sind halt meine Overlays sind aus dem Zeug. Ihr seht jetzt schon im Hintergrund so ganz leichtes. Ich weiß gar nicht, ob ihr das seht. Hier so ganz leicht verzogen. Das Problem ist halt auch, wartet mal ganz kurz, ich muss mal einen anderen Hintergrund nehmen. Wartet. Nehmen wir mal den. Da sieht man das dann auch vielleicht besser. Genau. Da kann man halt wirklich so, so viel machen und das ist halt wirklich extrem toll. Was hier. Und das sind halt so Sachen, wo man eigentlich, ja, mit, wenn man ein Programm benutzt wie Photoshop, halt Ewigkeiten für solche Sachen braucht. Ja, und hier geht es halt so ruckzuck. Also hier kann man wirklich sehr, sehr viel machen. Solche Wassereffekte. Metall. Das halt so ein bisschen metallisch aussieht. Papier. Ihr habt natürlich. Ihr müsst halt immer schauen, ne? Also wenn ihr weiß nehmt, kommt das halt mehr zur Geltung. So nutzt ihr halt die Hintergrundfarbe, die ihr drinne habt. So, wenn ihr zum Beispiel jetzt hier auf den Apfel geht, dann habt ihr zum Beispiel hier. Da könnt ihr zum Beispiel Fotos bearbeiten in so Vampir-Skin, also so helle Haut zum Beispiel. Okay, das funktioniert wieder nicht, weil das hier auf Premium ist. Schwarze Schatten könnt ihr halt machen. Das würde sich aber dann wirklich eher mehr lohnen. Also ihr seht es schon, ja. Könnt ihr natürlich auch kleiner machen. Ganz klein, ja. Aber das sieht das dann halt nicht mehr aus wie Schatten, sondern eher wie so ein Strich. Also hier gibt es wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten. Oder zum Beispiel, da kann man auch Zähne einfügen, wenn man halt so ein grinsendes Gesicht hat. Blutstropfen kann man einfügen. Hier ist wirklich sehr, sehr viel Auswahl. Zum Beispiel, was ich halt immer genutzt habe, ist halt die Effekte hier, zum Beispiel LOL oder Pow hatte ich benutzt. Dann kann man das halt auch hier so ein bisschen via Fade noch so ein bisschen durchsichtig machen, dass es halt nicht ganz so zur Geltung kommt. Also, wie ihr seht, das Programm hat wirklich sehr, 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 sehr viele Möglichkeiten.
Und wie gesagt, man kann halt so viel machen, hier Heldenzeugs, Comic Print. Ja, also es bietet wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten. Jetzt gehen wir wieder zurück. Zum Beispiel Winterland. So ein bisschen kühl. Es kommt aber natürlich jetzt mit dem Hintergrund jetzt nicht so zum Vorschein. Man kann sich zum Beispiel auch hier einen eigenen Schneemann basteln, sozusagen. Wenn man es jetzt so nehmen möchte. Ne? Also hier gibt es wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten. Muss man das hier noch so zurechtziehen. Dann kann man das halt jetzt hier zum Beispiel nach hinten machen. Ja, also immer nach hinten machen, so bis dann halt alles kommt. Also ihr habt da wirklich sehr viele Möglichkeiten. Ich möchte euch jetzt auch hier nicht jedes einzelne Detail zeigen, weil ihr, wie ihr schon seht, hier gibt es wirklich mega, mega viel Auswahl. Man kann zum Beispiel auch anhand von dem hier, kann man zum Beispiel ein Gesicht komplett als Maske machen. Also man fängt halt an mit der Hautfarbe. Ja, dann fängt man halt an mit den Augenpartie, ja. Dann hat man halt hier die Nase. Das kann man halt alles komplett nachträglich einfügen. Den Mund zum Beispiel dann. Kann man halt dann hier auch verschiedene Objekte nehmen. Und so weiter und so fort. Also wie ihr schon seht, das ist wirklich extrem geil, das Programm. So, ich kann euch jetzt mal kurz ein bisschen zeigen, was ich bisher so gemacht habe. Wir möchten das nicht speichern. Also im Moment, was ich halt nutze. Achso, das war hier drüben, glaube ich, gewesen. Genau. Das ist halt das. Das werdet ihr jetzt auch in den nächsten Streams so sehen. Und dann habe ich halt jetzt hier im Moment die Sachen zum Beispiel. Das habe ich auch komplett selber erstellt hier. Das Bild. Das hier. Kann man halt alles. Man kann auch direkt hier Logos mit einfügen. Kann halt den Hintergrund bearbeiten und so weiter und so fort. Also wie ihr schon seht, man kann halt wirklich, wirklich viel machen. Ich kann es euch nur ans Herz legen, das Programm. Wenn ihr mehr dazu ja, sehen möchtet oder halt, ich kann euch übrigens, wartet mal, ich habe nämlich letztens hatte ich ein Bild gehabt, das hatte ich bearbeitet. Das sah hinterher so geil aus. Nehmen jetzt einfach mal das. Wie ihr schon seht, es hat einen unsichtbaren Hintergrund. Und wenn jetzt zum Beispiel jetzt hier, ah, das kommt jetzt mit dem nicht so toll rüber. Naja, so ganz leicht. Ich hoffe, ihr seht das. Ich kann es auch nicht wirklich ranzoomen, weil dann wird es halt so. Also es kommt halt schattiger, beziehungsweise die Farben kommen intensiver. Ich weiß nicht, ob ihr das groß seht. Ich finde das halt angenehmer. Na gut, das kommt jetzt halt nicht. Also das kann man halt wirklich für Fotos bearbeiten, dann eher nehmen. Hier wie so ein Weizenfeld. Also wie ihr schon seht, ja, also es ist schon genial, das Programm. Wie gesagt, den Link zu dem Programm findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ich könnte, oder beziehungsweise ihr könnt ja mal Feedback in die Kommentare schreiben, ob ihr das Programm schon kanntet und ob ich dadurch euch helfen konnte. Wie gesagt, ich kann es euch wirklich nur ans Herzen legen. Ich habe das jetzt schon so oft und so lange benutzt, ja, also es ist wirklich genial. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.